Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute machen wir etwas Besonderes. Ich möchte euch zwei wunderschöne Dinge vorstellen, die ich ursprünglich aus Bologna bekommen habe, aber die stammen aus Russland. Ich weiß, heute ist es nicht so modisch, aber ich denke, alle sind gleich und die Musik ist für alle. Das ist ein Mandolin. Oder eine Mandoline. Ungefähr eine halbe Stunde habe ich jetzt rumgespielt und ich habe es geschafft, das zu stimmen. Also das ist die erste, die G-Seite. Beziehungsweise das hat 8 Seiten, also jeweils 2. Also das sind die ersten 2 sind die G-Seiten. Dann kommen die D-Seiten. Und dann die A-Seiten. Und dann die E-Seiten, die letzten. Okay, also der nächste Schritt, Akkorde. Dann das nächste Ding, das ist echt der Hammer. Es kommt auch aus Russland, beziehungsweise damals aus der Sowjetunion. Eine Balalaika! Das ist Hammer! Das ist ein sehr schönes Instrument. Eigentlich aus Mahagoniholz und vielleicht vorne der Decke aus Ahorn. Mahagoni. Das habe ich in eBay gefunden. Glitzerglatze gleich. Also, wenn die Beschreibung stimmt, dann ist es aus Mahagoni. Mahagoni Balalaika. Also, das ist relativ einfach. 2x E, das hat 3 Seiten. Also, das sieht man. Und E, E und A. Macht Spaß, ja? Ich drehe mal das Instrument, wie schön das ist. Also nicht von heute, ich weiß nicht wie alt das ist, aber mehr als 40, 50 Jahre alt. Und zeige ich euch. Auch. Ist eigentlich eine Flachmandoline. Aber klingt gut. Hat schönen Lack, alles original. Und das hat auch, man sieht es nicht, aber da ist noch ein Aufkleber. Russisch steht alles Mögliche drauf. Einmal übersetze ich das. Hören wir das noch einmal. Also G, D, A und E. Also, zwei Freunde habe ich vorgestellt. Euch einen schönen Tag. Ciao.